Fuchs, die Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, hat Handelsabkommen im Blick und aber auch immer einen internationalen Blick auf Umweltpolitik. Deshalb bin ich sehr froh, dass Sie hier sind und den Blick nochmal in die globale Dimension erweitern. Herzlich willkommen. Und neben ihr sitzt Hannes Lorenzen. Er arbeitet wie Karen Hansen-Kuhn für das IATP. Das ist das amerikanische Institut für Landwirtschaft und Handelspolitik, das hier und dort auf beiden Seiten des Atlantiks die kleinen bäuerlichen Betriebe, die Familienbetriebe in einer anderen Dimension als eben von Stefan Börnecke beschrieben, in den Blick nimmt und schützt. Und sie arbeiten gewissermaßen auf beiden Seiten des Atlantiks, nämlich auch als Berater des Agrarausschusses des Europaparlaments. Sie haben viel Erfahrung in der Entwicklungspolitik, in der Förderung ländlicher Räume, auch auf Ihrer Heimatinsel Pellworm. Und Herr Lorenzen ist auch hier als Vertreter oder Mitgründer von ARC 2020. Das wiederum ist ein Netzwerk von Organisationen, die sich für gute Landwirtschaft und gutes Essen in Europa einsetzen. Damit haben wir nochmal einen ganz großen Blick auf die Folgen der Freihandelspolitik. Hannes Lorenzen, schön, dass Sie hier sind. Die anderen kennen Sie alle schon, einmal mit Benny, Martin Häusling und Pia Eberhardt. Und Ulrich Weigel, mit Ihnen beginne ich jetzt gleich auf dem Podium. Nochmal als Vertreter der Generaldirektion Handel aus der Abteilung für Landwirtschaft und Fischerei und als Mitglied der Verhandlungsgruppe von TTIP für eben die sanitären und phytosanitären Angelegenheiten, also Fleisch- und Pflanzenfragen. Sie haben jetzt eine Menge Vorträge gehört und ich würde Sie gleich bitten, Stellung zu nehmen zu vielen Kritikpunkten, die geäußert worden sind, denn da ist ja nur eine ganze Latte an Vorwürfen auf Sie zugekommen. Würde ich Sie gerne bitten, eine Stellung zu nehmen, ob Sie gelernt haben, was Sie mitgenommen haben aus unserer Studie. Wenn Sie ein Mikro sich da aus dem Halter befreien, muss ich meins nicht hergeben. Also erstmal vielen Dank, denn das ist ausgesprochen wichtig, dass wir über all diese Punkte reden. Und das Erste, was wir natürlich machen, ist auch all diese Kritikpunkte erstmal mit nach Hause nehmen. Ja, ganz so. Und da gibt es aber auch eine ganze Reihe zu diskutieren. Der erste Punkt ist, wo stehen wir mit unseren Standards? Was passiert mit dem Hormonfleisch? Was passiert mit dem Hormonfleisch? Was passiert mit der Gentechnik? Was passiert vielleicht mit den US-amerikanischen Standards für Listeria? Das sind im Lebensmittelbereich der Amerikaner strenger als wir das sind. Und da gilt, und das kann ich nur wiederholen, das sagen auch meine politischen Chefs, da gilt, dieser Kernbereich, dieses Schutzniveau wird nicht angetastet. Das ist halt nicht nur eine Behauptung, die man da so dahinstellt, sondern das kann man sehr wohl vollziehen, anhand von zwei Beispielen oder auch Fakten. Erstens daran, wie wir das bisher in den Freihandelsverhandlungen gemacht haben. Kein Freihandelsabkommen, wo wir Schutzniveau geschenkt hätten. Gibt es nicht. Und wenn wir das erreichen wollen, was wir hier in TTIP erreichen wollen, dann können wir das sehr wohl machen, ohne Hormonfleisch, ohne eine Änderung beim Zulassungsverfahren für gentechnisch veränderte Organismen, ohne eine Senkung unseres Schutzniveaus. Genauso wenig, wie die USA zulassen würden, dass wir kommen und sagen, für unsere Partnerschinken wollen wir, dass ihr eure Listeria Standards senkt. Ich würde gleich gerne einhaken und die Eingangsfrage von Martin Häusling aufnehmen. Wenn ganz klar ist, dass das nicht verändert wird, warum wird dann darüber verhandelt? Über das Schutzniveau wird ja nicht verhandelt. Verhandelt wird über all die anderen und zahlreichen Handelshemmnisse, die es für unsere Lebensmittelausfuhren, Agrarausfuhren in den USA gibt. Es gibt eine ganze Menge praktischer, bürokratischer, prozeduraler Schwierigkeiten, die es wert sind, neu überdacht und erleichtert zu werden.
ohne dass dadurch in irgendeiner Hinsicht das Schutzniveau gesenkt wird. Und da steckt eine ganze Menge Einsparpotenzial und Chancen für Unternehmen drin. Und so wie die europäische Landwirtschaft strukturiert ist, mit kleinen und mittleren Unternehmen, deren Wertschöpfung häufig daran liegt, dass sie Traditionen bewahren, herkömmliche Produkte sehr gut vermarkten, zum Beispiel mit Hilfe von geografischen Herkunftsangaben, denen können wir mehr Chancen geben. Es sind keine Multinationalen, die zu mir kommen und sagen, wir wollen Äpfel und Birnen nach Amerika verkaufen. Das sind norditalienische Kooperativen aus dem Trend. Es bleibt für mich immer noch die Unklarheit. Es geht, ich habe mir Papiere geschickt über diese SPS, das Positionspapier, aus dem ich auch nicht ganz schlau geworden bin. Denn es steht darin ja einerseits diese regulatorische Kohärenz. Es soll also einheitliche Standards geben. Trotzdem sagen sie, es wird nicht drüber verhandelt. Das ist aber Teil der Verhandlungen. Es ist vielleicht Terminologie und deswegen ist es gut, dass wir... Sie ganz nah am Mikro, dann hören wir Sie am besten. Es ist vielleicht die Terminologie und deswegen ist es gut, dass wir darüber sprechen. Es geht eben nicht um Harmonisierung. Es geht um Kompatibilität. Und nicht unbedingt um, nicht die Kompatibilität der Verfahren, der Standards. Es geht um vereinfachte Anerkennungsverfahren, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Also wenn ich meine Äpfel und Birnen nach Amerika verkaufen möchte, dass ich nicht Jahre warten muss, bis Kapazität frei wird, um das zu prüfen, dass ich nicht Jahre warten muss, bis die Entscheidung getroffen wird und dass ich dann irgendwo auch mal exportieren kann. Das hat mit dem Schutzniveau in den USA und dem Schutzniveau in Europa nichts zu tun, aber auch gar nichts. Frau Rundus, Sie haben viel über Handelsabkommen geschrieben. Wie ist Ihre Sicht auf das jetzt Anstehende? Ja, ich glaube, dass man mit der Frage, warum wird denn gerade jetzt zwischen EU und USA ein Freihandelsabkommen und ein Investitionsabkommen verhandelt, weil sich einfach auch nochmal die globalen weltwirtschaftlichen Verschiebungen anschauen muss. Es ist zwar so, dass es stimmt, was Herr Weigel gesagt hat, zwischen USA oder andersrum, USA und Europa haben einen Anteil am Welthandel von einem Drittel. Gleichzeitig sind aber die Ex- und Importe zwischen beiden großen Wirtschaftsblöcken zwischen 1999 und 2012 halbiert. Gleichzeitig geht es aber darum, dass im Lichte des Machtzuwachses chinesischer Ökonomie, Schwellenländerökonomie, beide, Europa und die USA, nach ihrem Machtanteil und nach ihrem Wettbewerbsvorteil auf gewandelten Welthandelsmärkten schaut. Und deswegen ist es auch so, denke ich, da fand ich Ihren Beitrag sehr erhellend, Herr Weigel, heute als Ersten, geht es eben nicht mehr so sehr darum, den Handel zwischen beiden Wirtschaftsblöcken zu regulieren, zu liberalisieren, vielmehr zu liberalisieren, sondern es geht eben genau darum, bei Produkten und Produktionsweisen die Standards der mächtigen Industrieblöcke im Norden zu sichern, um sich auch in Wettbewerbs- und Marktvorteile zu erhalten gegenüber den neuen Ökonomien des Südens. Und es geht schon sehr stark beim TTIP darum, den anderen Ländern, dem Rest der Welt, sage ich jetzt mal, dem Rest der Welt Standards und Normen zu diktieren, die anderen, auch Drittweltländer, Schwellenländer, dann sozusagen zu diktieren, ihr habt nach unseren Regeln zu handeln, wenn ihr wettbewerbsfähig bleiben wollt. Und ich finde es sehr, also ich teile sehr, was Josef Stiglitz, der Nobelpreisträger für Ökonomie, gesagt hat. Es geht darum, dass es letztlich oder ein Hauptmotiv von TTIP sei, ein gesteuertes Handelssystem zu schaffen, dass Partikularinteressen nicht nur der großen nördlichen Chemie-Multis, Agrar-Multis oder Automobilindustrie bedient, sondern eben genau Partikularinteressen der Ökonomien, um die es geht, die da hart im Wettbewerb stehen, Nord gegen Süd oder die BRICS-Länder, Brasilien, Indien, Russland, Südafrika. Es geht darum, Wettbewerbsanteile zu verteidigen.
und hier sehr wohl zu einer Standardisierung, Normierung und auch zu einer Harmonisierung zu kommen. Also ich lese das Wort Vereinheitlichung als Harmonisierung, oder ist das was anderes? Darum geht es also. Und wir reden hier auch nicht nur darüber, dass unsere Öffentlichkeit aus diesen Verhandlungen komplett ausgeschaltet ist, sondern von diesem Abkommen sind ja auch Schwellen- und Entwicklungsländer im Süden betroffen. Die sind auch komplett aus diesen Verhandlungen ausgeschlossen. Es gibt keinerlei Versuche, Betroffene von TTIP, nämlich exportierende Zitrusfrüchte, exportierende Südafrika einzubeziehen oder die Textilindustrie in Mexiko, die leiden wird, einzubeziehen in diese Verhandlungen, sondern auch die sogenannten betroffenen Third Parties spielen überhaupt keine Rolle. Und ich würde einfach gerne zu all den Forderungen, die heute genannt wurden, sagen, man braucht nicht nur ein Impact Assessment, also eine Folgewirkungabschätzung für unsere Verbraucherstandards, für den Klimaschutz, für Ressourcenschutz und so weiter. Wir brauchen ihn auch definitiv, ein Impact Assessment. Wie werden denn Schwellen- und Drittweltländer betroffen sein von diesem Handelsabkommen, von diesem Investitionsabkommen, durch Standardsetzung und auch dadurch, dass natürlich bei null Zöllen zwischen beiden Handelsblöcken die Länder in die Röhre gucken, die heute mit Europa ein Präferenzsystem im Handel haben, die werden nämlich in die Röhre gucken. Die müssen nämlich gegen Nullzollprodukte mit weiteren Zöllen, die sie haben im bilateralen Handel zwischen Südländern und Europa, dann den Wettbewerbsnachteil in Kauf nehmen, dass sie immer noch mit Zöllen zu tun haben. Keiner schaut dahin. Ist mir auch heute in der Debatte zu kurz gekommen. Welchen Impact hat es denn auf exportierende Länder im Süden? Und ich sage einfach, TTIP ist das, was man Selbstbehauptung der beiden größten Wirtschaftsblöcke nennt, im Kontext eines sich gewandelten Weltwirtschaftssystems, wo andere Regionen nachholen, auch eigene Institutionen aufbauen, unabhängig werden wollen von solchen Dingen wie WTO oder IWF oder Weltbank. Und in diesem Machtgeflecht muss man sich TTIP eben auch anschauen. Danke. Danke, Frau Ohm. Muss ich um den globalen Weltaspekt doch noch mehr zu berücksichtigen, sind Sie ja hier. Aber Herr Weigel, ich würde gerne wissen, gibt es da wirklich gar keine Impact-Abschätzung? Was passiert in Europa? Also die Studie, die ich bei mir zitiert hatte, die guckt natürlich auch, was passiert außerhalb Europas. Und hat nach dem gleichen Ton und denselben Mitteln festgestellt, dass es auch Wohlfahrtsgewinne bei Drittstaaten gibt. In der Größenordnung von etwa 100 Milliarden Euro. Wie ist das möglich? Ja, zunächst einmal außerhalb Europas. Wie ist das möglich? Die Zölle wirken ja nur und werden gesenkt zwischen den Präferenzparteien und nicht gegenüber den anderen. Aber die nicht-tarifären Handelshemmnisse, wo es uns gelingt, diese Verfahren transparenter, schneller, leichter vorhersehbar zu machen, solche Verfahrensänderungen, solche Erleichterungen wirken in der aller Regel für alle in einem gleichen Maße. Und wenn Sie sagen, wir wollen hier für die Zukunft wirken, sehe ich keinen Grund, das nur so negativ und neokolonialistisch zu sehen. Das ist ein sehr wohlgemeintes und strukturelles Interesse. Wenn wir heute die Probleme sehen, die wir bei Ausfuhren in viele Länder dieser Erde haben, dann werden selbst die einfachsten und klarsten Regeln der Welthandelsorganisation nicht vernünftig angewendet. Wir haben mit Missbrauch der Verfahren, mit Willkür, mit politischer Manipulation zu tun, in einem ganz gewaltigen Maß. Und hier geht es darum, zu zeigen, wie man es richtig machen kann und zugleich das Schutzniveau aufrechterhält. Ich würde gerne noch die Frage von Frau Hundes sich weitergeben. Für wen? Also wenn man sagt, außerhalb Europas kann jemand produzieren und profitieren von dem Abkommen, ist ja noch die Frage, ob es ein großes Unternehmen ist oder ob es viele Kleinbauern sind, die Zitrusfrüchte zum Beispiel verkaufen. Wenn die Standards oder der Zugang zu den Märkten leichter wird, weil es eine derartige gegenseitige Anerkennung der Vereinfachung gibt, dann heißt es auch für die Anbieter aus Drittstaaten, dass sie für zwei Märkte produzieren können. Eine größere Reichweite haben und nicht getrennte Produktionslinien für den einen oder für den anderen haben müssen. Das ist
für viele, und gerade diese regulatorischen Vereinfachungen sind gerade für die Kleinen wichtig. Es ist bei den kleinen Unternehmern sehr viel schwieriger, sich mit komplexen Verfahren auseinanderzusetzen. Und jede regulatorische Vereinfachung, die wir herbringen können, hilft kleinen insbesondere. Ein Mitarbeiter dieses Hauses von Brot für die Welt hat mir erzählt, nach einer Afrika-Reise im Moment sei es für ihn eine Schwierigkeit, dass die Standards für Gemüse exportierende Kleinbauern, die gibt es in kleiner Zahl, aber tatsächlich, dass oft die Grenzwerte so willkürlich gesenkt und erhöht werden, dass sie Schwierigkeiten haben, auf den europäischen Markt zu kommen. Die Auswirkungen von einem Freihandelsabkommen könnten die positiv sein tatsächlich, und es sich beschäftigen wieder sein. Also bislang ist es so, dass es relativ, natürlich TTIP wird erst verhandelt, deswegen reden wir hier über mögliche negative Folgen. Ja, das ist genau das Problem, es gibt noch keine empirischen Studien. Ich kann jetzt nur ein paar Beispiele, die schon erwähnt werden und im Umlauf sind, hier versuchen einzubringen, um überhaupt das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass TTIP eben Folgewirkungen haben wird auf Export- und Produktionsbedingungen in anderen Ländern. Im Freihandelsabkommen zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten, das berühmte NAFTA-Abkommen, ist es ganz klar so, dass die kleinen, mittleren Textilunternehmen auch größere massiv verloren haben. Ja, das kann man nachgucken. Wettbewerbsnachteile ohne Ende für diese Produzenten in Mexiko. Jetzt hat sich die mexikanische Textilwirtschaft langsam von der Krise erholt und versucht vor allem Qualitätsware und nicht mehr Massenproduktion in den Fabriken dort zu machen, sondern eher auf Qualität zu setzen. Mit TTIP wird diese mexikanische Textilindustrie noch stärker mit der italienischen konkurrieren, weil die italienische mittelständische Textilindustrie, und in Italien gibt es sie, eben auch nach Amerika exportieren möchte, wird es wieder eine Konkurrenz geben zwischen Textilexporten von Italien nach USA und eine Konkurrenz von Mexiko-Exporten in die USA. Und solche Sachen muss man sich einfach Branche für Branche, das gibt eben keine globale Aussage dazu, ganz genau anschauen. Man kann das jetzt für Zitrusfrüchte machen. Wir haben ja vor ein paar Tagen den Fleischatlas herausgegeben, die zweite Ausgabe. Und da haben wir auch nochmal versucht, welche sind die Verliererregionen von TTIP. Und da kann man sagen, dass eben zum Beispiel Zitrusfrucht exportierende Länder wie Chile oder Südafrika pro Kopf Einkommenseinbußen erleben werden, weil die USA eben scharf drauf ist, ihre Zitrusfrüchte besser nach Europa zu exportieren, wir aber in Europa maßgeblich Zitrusfrüchte aus Chile oder aus vor allem Südafrika importieren. All diese Warenströme muss man sich anschauen und dann gucken, wer ist denn der Verlierer und wer ist der Gewinner. Und wenn Sie von Wohlfahrtsgewinnen für Drittweltländer reden, dann geht es doch immer noch genau darum, für wen sind denn diese Wohlfahrtsgewinne? Bleibt das Recht auf Nahrung auf der Strecke? Dient denn TTIP wirklich der Armutsüberwindung? Das sind Fragen, die uns umtreiben. Und wir haben auch, das würde ich auch gerne in die Diskussion bringen, eine sehr alte Debatte, was hat denn das Prä? Freihandelsabkommen oder Menschenrechtsabkommen oder andere Abkommen, die globaler Natur sind. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement erwähnt, es soll Schutzmaßnahmen geben, wenn es um nachhaltige Entwicklung geht. Ja, wer definiert denn bei Ihnen, was nachhaltige Entwicklung ist? Wäre die erste Frage. Und das zweite ist für mich, warum steht da nicht das Menschenrecht auf Nahrung, das von 187 Ländern ratifiziert wurde, als Schutzinstrument, weil mit diesem Recht auf Nahrung kann man gegen Dumping gehen, kann man eigene Ernährungssysteme in Drittweltländern etablieren. Also das sind für mich alles offene Fragen, über die wir intensiv diskutieren müssen miteinander. Dann fangen wir hier gleich an, bevor Hannes Lorenz auch zu Wort kommt. Aber das müssen wir natürlich festhalten. Es gibt völkerrechtlich verbindlich ein Recht auf Nahrung und es gibt ein Bestreben nach Freihandel. Wie steht das juristisch nebeneinander? Wie wird es im Freihandelsabkommen stehen? Also im Freihandelsabkommen werden wir einen Abschnitt haben, der heißt Kapitel über nachhaltige Entwicklung.
Das ist natürlich, das hat eine gewisse Tradition, das lassen sich neu einfinden, einfallen. Bleiben wir ganz kurz beim Recht auf Nahrung, ein zweiter Schritt Nachhaltigkeit. Recht auf Nahrung, weiß bin ich nicht an diesem Kapitel so nah dran, dass ich sagen kann, das ist in irgendeiner Weise oder wie das abgedeckt ist. Es gibt auch die allgemeinen Menschenrechtskonventionen, die auch weiterhin gelten und an die wir weiter gebunden bleiben. Ich sehe den Widerspruch jetzt nicht zwischen diesen Freihandelsabkommen. Und ich sehe auch nicht den Widerspruch, dass Handel oder freierer Handel automatisch immer die preislichen Schwankungen bei Handel mit Nahrung und Lebensmitteln verschärft und nicht ausgleicht. Wir müssen sehr wohl unterscheiden, ob es um Spekulation geht oder um echten Handel. Wenn wir Beispiele haben, dass wir irgendwo im Land einen Tierseuchenausbruch haben, dann kann man das mit bestehenden Handelsströmen leichter ausgleichen und wieder Versorgung sicherstellen, als wenn wir überhaupt keine Handlungsmöglichkeiten haben. Ich würde gerne Hannes Lorenzen aus seiner Erfahrung in der Entwicklung ländlicher Räume dort und seine Einschätzung geben. In Amerika, aber auch in vielen Drittweltländern, Entwicklungsländern kennen Sie ländliche Räume, auch in Europa. Vor dem Hintergrund, was wir gerade diskutiert haben, wie wirkt sich so ein Freihandelsabkommen aus? Na, Herr Barnecker hat das ja schon vorhin erwähnt, Strukturen sind sehr unterschiedlich in den USA und in Europa, extrem unterschiedlich. Ich glaube auch, dass der Bereich Landwirtschaft in den USA im Grunde fast schon ein industrieller, also von der Industrie gesteuerter Sektor ist. Bis auf Teile der Milcherzeugung sind quasi alle Bereiche der amerikanischen Landwirtschaft im Grunde Vertragslandwirtschaft. Da bestimmen die Bauern nicht mehr, was sie an den Markt bringen, welche Futtermittel sie benutzen. Die Preise sind festgelegt von vornherein. Natürlich gibt es Ausgleiche, wenn es größere Krisen gibt. Das Versicherungssystem wurde genannt. Also da wird in erster Linie an der Landwirtschaft verdient und nicht in der Landwirtschaft. Die Verschuldung in der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten ist extrem. Sie führt dazu, dass immer weniger die Bauern selber noch bestimmen können. Wenn das Modell ist, an das wir uns angleichen müssen, um wettbewerbsfähig zu sein, dann kriegen wir nicht nur einen rasanten Strukturwandel, sondern dann kriegen wir einen Strukturbruch in Europa. Das bedeutet, schon jetzt haben wir ein enormes Problem in der Landwirtschaft, dass ein ganz großer Teil, ich würde mal sagen 80-90%, wenn es nicht mehr sind, der Betriebe absolut nicht wettbewerbsfähig sein können auf dem Weltmarkt, wenn da Freihandel herrschen würde. Was heißt eigentlich Wettbewerbsfähigkeit in dem Zusammenhang? Also für mich ist durch die Handelsbeziehungen eigentlich, wenn es Freihandel ist, Wettbewerb, so wie er bisher stattgefunden hat, herauszufinden, das bedeutet herauszufinden, an welchem Ort der Welt Natur und Menschen am schlechtesten behandelt werden. Dort ist es am wettbewerbsfähigsten. Da wird die Natur radikal zerstört, da gelten keine Bedingungen des Naturschutzes, da ist Biodiversität kein Thema und da werden die Leute schlecht bezahlt. Das ist in der Landwirtschaft der wettbewerbsfähigste Bereich. Wenn das Ziel ist des Welthandels, dann denke ich, ist das eine dramatische Entwicklung, wenn wir das als Standards vorgeben. Ich will Herrn Weigel auch ein bisschen aus der Schusslinie bringen, was Standards betrifft. Wenn wir uns mal Standards anschauen, die werden ja gar nicht mehr reguliert in Europa in dem Sinne, wie Qualität von landwirtschaftlichen Produkten definiert wird. Es wurde mit großem Pomp erklärt, die Kommission würde jetzt die Standards vereinfachen, indem sie nicht mehr regelt, wie gerade oder krumm die Gurke zu sein hat. Das interessiert überhaupt niemanden. Das wird von Europgap festgelegt, das wird von den großen Supermarktketten festgelegt. Das braucht überhaupt nicht mehr geregelt werden. Und ich vermute, dass wir in die Richtung uns entwickeln, also dass eher das Regulieren der Staaten und der Regierungen hinter den Standards der Industrie hinterherläuft. Wenn es die großen internationalen Lebensmittelkonzerne wollen, werden die Standards weiter runtergesetzt. Und da gibt es nicht mehr zu verhandeln, dann wird das so gemacht.
ob das nun in den Handelsvereinbarungen so festgelegt wird oder nicht. Und ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben ja in der EU irgendwann festgelegt, dass es keine Käfighaltung für Legehennen mehr geben soll. Ja? Gutes Gesetz, gute Regelung. Einer der größten Eierkäfigproduzenten in Deutschland hat dann seinen Laden dicht gemacht, ist nach Brasilien gegangen und hat Käfige dort wieder aufgestellt und dann laut an den EU-Pforten geklopft und gesagt, Moment mal hier, Entwicklungsländer, gibt uns mal Zugang zu den Märkten. Die Frage ist doch, ob man die Regelungen, die man hier durchsetzt, tatsächlich verteidigen will. Will man sie wirklich verteidigen in Verhandlungen wie TTIP? Will man sie wirklich verbessern oder ist dies ein Verfahren, wo, wie Frau Unmüßig gerade gesagt hat, wo es eigentlich darum geht, zwei große Märkte zusammenzubringen gegen den Rest der Welt und dann von dort aus nach den Standards der großen Player, und die sind nun mal auch gerade im landwirtschaftlichen Lebensmittelbereich in Europa und den USA, dem Rest der Welt zu sagen, pass mal auf, also wenn ihr an unsere Märkte ran wollt, dann bitte diese Standards erfüllen. Und das sind nicht unbedingt die Standards, die wir verteidigen wollen, also mehr Tierschutz, mehr Verbrauchersicherheit, langfristige Investitionen in nachhaltige Bewirtschaftung, sondern das sind eben die Wettbewerbsstandards, die sagen, kannst du billiger, kannst du noch billiger, kannst du noch billiger. Wenn du das kannst, lassen wir dich rein. Und vielleicht noch eine kurze Bemerkung, wir haben das nämlich diskutiert, schon lange, schon zu WTO-Zeiten. Man kann ja mal anfangen zu diskutieren über fairen Handel statt über freien Handel. Und man kann mal anfangen zu diskutieren. Und man kann mal anfangen zu diskutieren, was qualifizierter Marktzugang ist. Das wäre eine Form, wo man sagt, okay, ihr bekommt Zugang unter bestimmten Bedingungen und wir schöpfen ab, wenn es unter Dumpingbedingungen zustande kommen ist, die wir nicht akzeptieren können. Und das, was wir abschöpfen, kommt nicht automatisch in irgendeinen Wirtschaftskreislauf, Herr Weige, wie Sie sagten, wenn wir jetzt die Dinge harmonisieren und die Zölle auf Null fahren, dann gibt es Geld, was in den Wirtschaftskreislauf geht. Aber warum nicht das Geld ganz spezifisch dafür ansetzen, dass diejenigen, die in die EU exportieren wollen in Entwicklungsländer, tatsächlich auf einen nachhaltigen Standard kommen. Das heißt, eine echte Investition, die über den Handel auf Nachhaltigkeit zielt und nicht auf Raubbau an Menschen und Natur. Also wir nehmen den Vorschlag des Fairhandels auf. Ich würde trotzdem noch mal Martin Häusling Gelegenheit geben, dazu Stellung zu nehmen. Denn wenn es so ist, dass die Standards von der Industrie gesetzt werden, werden wir trotzdem noch Fragen, sowas wie Gentechnik-Kennzeichnung, die Rainer Belling Sie und aber auch der Herr Martin Häusling als gefährdet sehen. Also welche Standards bleiben dann doch berührt von diesem Abkommen? Ich darf noch was zu Herrn Weigen sagen, weil ich fand den Vortrag wirklich spannend. Er hat es technisch geschafft, ich habe zu seiner Redezeit gesagt, ja, knallhart am Thema vorbeizureden und zu sagen, wie die Europäer jetzt den Marktzugang zu den Amerikanern nicht schaffen. Aber sie sind nicht eingegangen auf Investorenschutz, sie sind nicht eingegangen auf den Abbau von Standards, der droht, sie umschreiben das, glaube ich, einfach mit dem Begriff Bürokratieabbau. Bürokratieabbau, das ist schön, das erleben wir ja auch, wenn Regeln zusammengestrichen werden, dann nennt man das Bürokratieabbau. Das heißt dann in Europa, bei der EFSA, wir müssen doch nicht dauernd diese ganzen aufwendigen Prüfungsverfahren für die Gentechnik machen. Wir haben das jetzt einmal geprüft und der Rest ist sozusagen jetzt abgebaut. Das ist jetzt bei den Smartstacks, der importiert werden darf, ist es so, dass die Kommission jetzt sagt, das müssen wir jetzt alles gar nicht mehr prüfen, die einzelnen Elemente haben wir schon mal geprüft. Und dann kommt das dann mit der Deregulierung, wir müssen noch nicht so viel Aufwand betreiben. Das ist also sagen, ein Pferdefuß dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, da muss ich Ihnen heftig widersprechen. Also wir haben ja, Hannes Lorenzen war ja mit, wir waren ja vor anderthalb Jahren in den USA mit den Koordinatoren im Agrarausschuss. Und Herr Fitzek hat sehr deutlich gemacht und andere auch, dass sie unsere Standards für Gentechnik, für Klonen, für Hormone, schlichtweg für ein
Handelshemmnis halten. Das machen die Europäer nicht, weil sie ihre Bevölkerung schützen wollen, sondern die Ansage war ganz klar, das macht ihr Europäer doch nur, um uns vom Markt fernzuhalten. Und ich glaube nicht, ich meine, wenn Sie jetzt hingehen und sagen, nee, wir verhandeln da nicht drüber, dann die andere Seite will es wegverhandeln. Es gibt denen erklärt, da gibt es auch durchaus Stellungnahmen der Wirtschaftsverbände, dass die Amerikaner kein Abkommen unterschreiben werden, wo nicht drinsteht, dass diese europäischen Regeln zumindest zurückgefahren werden. Also das glaube ich Ihnen einfach nicht. Wenn es anders kommt, dann wird der gegenseitige Standard anerkannt. Da können wir sagen, schön, aber wenn wir sozusagen anerkennen, dass alle Regeln, die in den USA gelten, auch dann anschließend auf dem europäischen Markt gelten, heißt das, dass wir keine extra Prüfung für Gentechnik zum Beispiel mehr haben werden. Dann brauchen wir die ja nicht, sondern das gilt dann nur noch für diejenigen, die vielleicht in Europa Gentechnik auf den Markt bringen wollen. Also da sind viele Pferdefüße drin, wo ich denke, das ist ja einfach so, solange das wir nicht wissen, kann ich Ihnen ja jetzt noch mehr Sachen unterstellen. Und ich hätte jetzt heute wirklich die Ansage gemacht, Sie haben gesagt, wir sind ja schon für Transparenz, weil ich bin ja hier. Dazu ging es ja gar nicht, sondern ich glaube, es ist einfach so, dass die Transparenz jetzt wirklich heute erklärt werden würde, wenn es heißt, ja, wir machen den Dialog jetzt mit der Zivilgesellschaft. Wir binden das Parlament mit ein und es geht nicht nur darum, dass wir jetzt wieder erklärt bekommen, Teilauszüge aus einer Verhandlung, die ich Ihnen jetzt glauben muss, die ich aber gar nicht überprüfen kann. Und was da sozusagen hinter der anderen Seite verhandelt wird, weiß ich nicht. Und ich glaube, solange das so ist, ist meine Tendenz eher, und dann bin ich eher auf der etwas radikaleren Seite, solange diese Transparenz nicht gewährt ist, bin ich ganz klar der Meinung, solange sollten wir ganz massiv dagegen halten. Wir werden beduckt, ich bin nicht sagen verarscht, an dem Punkt, was sozusagen jetzt... Was sozusagen hier alles nicht gesagt wird, ich glaube, das ist das Spannendere in dem ganzen Verhandlungsprozess, deshalb sage ich, solange das nicht gewährleistet ist, dass wir mitwirken dürfen, so what, dann ist mir das nicht genug. Zu diesem Stichwort Transparenz und was wir wissen dürfen, würde ich auch gerne einmal hören, was Ihr Eindruck ist. Aber Pia Eberhardt, Sie sollten vorhin vielleicht nochmal erklären, Sie haben ja geguckt, wie die Konsultationen abgelaufen sind. Sie hatten uns Zahlen genannt zur nicht stattgefundenen Transparenz. Was hat CEO, also was hat Ihre NGO da herausgefunden? Wer wurde denn konsultiert? Es gab ja im Vorfeld zu den jetzt laufenden Konsultationen, Verhandlungen auch eine High-Level Working Group. Wer war alles dabei von deutscher Seite, von europäischer Seite? Da haben Sie ein bisschen was rausgefunden. Die High-Level-Group waren im Wesentlichen Leute von der Europäischen Kommission und die Gegenseite der USA. Die waren nicht in der High-Level-Group. Aber es gab natürlich, während die High-Level-Group getagt hat, und das ist natürlich eine entscheidende Phase, weil man dann sowas bespricht wie, wollen wir überhaupt ein Investitionsschutzkapitel verhandeln, ja oder nein, gab es natürlich zahlreiche, also einerseits öffentliche Konsultationen, die kann man sich anschauen auf der Webseite der Europäischen Kommission und auch in den USA. Man kann auch die ganzen Eingaben von über 90% Industrieverbänden und Konzernen sich anschauen. Und da steht dann auch drin, was sie gerne Gentechnik wollen und so weiter. Und parallel dazu gab es eben den Prozess, den ich schon vorhin erwähnt habe, von Hunderten von Treffen im stillen Kämmerlein. Und da ist zumindest die Liste, die uns die Europäische Kommission veröffentlicht hat, relativ eindeutig. Da hat man dann eben 93% Konzerne und Industrieverbände, mit denen Gespräche stattfanden. Die Position der Kommission ist eigentlich immer die gleiche, die haben Sie ja vorhin erwähnt, unsere Tür steht immer offen. Und ich glaube, das stimmt auch. Wenn ich Sie jetzt morgen anrufe, unser Treffen wäre vielleicht nicht so interessant, weil von SBS habe ich keine Ahnung, aber Ihre Investitionskollegen, wenn ich die morgen anrufe, sage, ich möchte euch treffen, ich kriege dieses Treffen. Das Problem ist ja, es reicht nicht zu sagen, unsere Tür ist immer offen. Sie werden mit vielen öffentlichen Geldern bezahlt, um im europäischen Interesse zu verhandeln. Nicht im Interesse von europäischen, oder zumindest nicht allein, im Interesse von europäischen Exporteuren. Es ist Ihr verdammter Job, die Leute anzurufen, die nicht bei Ihnen anrufen. Und die gesellschaftlichen Interessen versuchen zu mobilisieren, die auch betroffen sein könnten von diesem Abkommen. Also die Tür ist immer offen, Politik reicht nicht.
Von der Kommission habe ich das noch nie gesehen, aber wir sind ja erst am Anfang der Verhandlungen. Da können Sie ja noch auf viele Arbeitslosenvereinigungen und so weiter im Süden Europas vor allem zugehen und fragen, was Sie gerne hätten, was Sie denn aushandeln im TTIP-Abkommen. Wir fangen jetzt damit an. Mit Ihnen und nehmen hier die erste öffentliche diesen Schritt wahr, bevor Sie natürlich Gelegenheit bekommen, Herr Weigel, zu antworten. Aber das Mikrofon ist unterwegs. Jetzt zur Frage. Wir machen 4 Publikumsrunden, aber jetzt soll es rein in die Frage gehen, öffentliches Informationsdefizit. Was wollen Sie wissen, was da verhandelt wird? Wäre das Abkommen besser akzeptiert, wenn eine andere Informationspolitik stattfinden würde? Und dort ist der erste Wortbeitrag. Ja, ich habe eine ganz konkrete Frage. Mein Name ist Walter Hefiger, ich vertrete die europäischen Berufsimker ehrenamtlich. Und Sie haben ja gesagt, wir sollen der Kommission vertrauen, dass sie schon in unserem Interesse verhandelt. Sie haben auch gesagt, dass Sie sich ganz eng abstimmen mit DG Sanko und dass die Standards nicht runtergefahren werden sollen in den Verhandlungen. Generaldirektion, also vielleicht die Kürzel einmal erklären. Ja, also die Generaldirektion, die für unter anderem für den Schutz der Industrie vor dem Verbraucher zuständig zu sein scheint. Und wir haben also da den konkreten Fall, dass wir die von der Kommission versprochene Wahlfreiheit des Verbrauchers bei der Gentechnik einklagen mussten und beim Europäischen Gerichtshof gewonnen haben. Wir haben den Fall, dass die Kommission dieses Urteil nicht akzeptiert. Wir haben seit zwei Jahre lang jetzt verhindern können, dass die Kommission dieses Urteil durch einen kleinen Kunstgriff wieder aushebelt. Am Mittwoch wird darüber das Parlament abstimmen. Warum soll ich jetzt Vertrauen haben, dass diese Kommission, die innerhalb von Europa nicht mal eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof anerkennt, bei der Wahlfreiheit, bei der Gentechnik, in diesen Verhandlungen im Hinterzimmer unsere Interessen vertritt? Also jetzt gehen wir sehr weit in die ganz normale Breite, die Gesetzgebung hinein. Und ich verlange auch von Ihnen nicht, dass Sie nur mir glauben, weil ich hier sitze. Ganz und gar nicht. Und ich habe für heute versucht darzustellen, dass man, wenn man diesen Vorgängen, wie laufen Verhandlungen, was wird da üblicherweise gemacht, wenn man das verfolgt und zugleich das Papier sieht in dem konkreten Bereich, in dem ich arbeite, SPS, dass dann ziemlich klar ist, wohin die Reise geht. Ich sehe das Papier. Es ist veröffentlicht auf der Webseite. Und das war eines von diesen Verhandlungen. Die gibt es noch gar nicht in meinem Bereich. Also, gibt es nichts. Vielleicht nochmal konkret. Ja. Also, es gibt ein großes Misstrauen der Imker gegenüber Wahlfreiheit, das ist für Imker existenziell. Das ist innerhalb Europas trotz erheblicher Behörden sehr schwierig. In den USA gibt es diese Wahlfreiheit nicht. Auf diese Frage kann ich jetzt nicht antworten, weil ich an dem Ding nicht dran bin. Und weil das im Parlament noch entschieden wird. Das ist für das Parlament jetzt zu entscheiden. Aber die Frage Vertrauen, nein, ich erwarte kein Bündnisvertrauen von irgendjemandem. Aber wenn wir darüber reden und wenn wir uns darüber verständigen, was bisher gemacht wurde, wie das läuft und worum es typischerweise in solchen SPS-Verhandlungen geht, da kann man sehr genau absehen, was an möglichen Vereinbarungen dabei herauskommen kann und wie die Diskussion ablaufen wird. Das ist ziemlich deutlich für diejenigen, die da alles dran sind, ob nun innerhalb oder außerhalb der Kommission. Und mit dem Papier, das wir auf den Tisch gelegt haben, ist das gleich noch leichter nachzuvollziehen. Weil gerade so die Frage stand mit dem Vorsorgeprinzip und dem Recht weiterhin, ist das Schutzniveau in Europa zu gestalten, das steht in diesem Papier mindestens 3 oder 4 Mal drin, weil es so wichtig ist. Aber was heißt dann ganz konkret für die Imker hier? Ich kenne den konkreten Fall jetzt nicht. Die Kommission versucht ja in Europa selbst, das Niveau, das der Europäische Gerichtshof geschaffen hat, runterzufahren. Ja, wie soll ich Ihnen glauben, dass Sie das gleichzeitig gegenüber den USA aufrechterhalten können? Ich bin nicht ganz an diesem Urteil dran und jetzt erklären Sie mir bitte später, dann können wir das auch ganz klären. Ja?
Ich würde aber gerne Frau Benning einmal einbeziehen, einmal das Mikro weiterreichen bitte, denn Frau Benning und der Bionet insgesamt haben sich ja viel um die Wahlfreiheit bei Gentechnik und vor allem um die Kennzeichnung gekümmert. Jetzt haben wir gehört von Frau Hansen-Kuhn, dass auch in den USA eine breite Bewegung gibt von Leuten, die sagen, wir wollen das endlich wissen, wenn es drin ist, obwohl ja zumindest beim Tierfutter über 90% Soja und Mais in den USA ohnehin GMO, also Gentechnik verändertes Tierfutter ist. Ich würde gerne Ihre Sicht nochmal sehen. Es geht um diese Kennzeichnungsfrage. Wie könnte man das absichern oder wie sehr sorgen Sie sich, dass das verloren geht? Ja, wir sorgen uns in der Tat sehr stark und ich teile die, sozusagen das Missbehagen, das der Kommission hier entgegengebracht wird. Denn gentechnisch veränderte Soja aus der ganzen Welt kommt hier in den Trog und eigens dafür, dass diese Rohstoffbasis möglichst groß bleibt, hat die Kommission schon vor Jahren den Grenzwert für Glyphosat auf diesen Produkten um ein Vielfaches gesteigert, um diese Importe möglich zu machen. Im vergangenen Jahr haben wir mit einer Untersuchung quer durch Europa als Friends of the Earth zeigen können, Glyphosat befindet sich im Urin von den Städtern zwischen Madrid und Sofia, wo es wirklich nicht hingehört, denn es ist ein Totalherbizid, ein Pestizid, das überhaupt nichts im menschlichen Körper verloren hat, da ist es aber inzwischen angekommen. Es wird natürlich auch in Europa eingesetzt, allerdings nicht in dem Umfang wie im Sojaanbau in den Lieferländern, aus denen wir Soja importieren. Ein weiteres Beispiel ist der Eiweißanbau hierzulande, wurde von der Kommission ebenfalls immer mit den Bedenken kommentiert. Wir können hier den eigenen Sojaanbau eigentlich nicht hochschrauben, denn die WTO sieht das so nicht vor, dass man eine produktionsgekoppelte Förderung ausgibt. Insofern hat sozusagen der Freihandel dem manches Mal entgegengestanden, dass wir genau das mit unseren Steuergeldern fördern, was wir gut finden. Und der heimische Sojaanbau gehört dazu, die De Minimis-Regel gegenüber Kleinstlandwirten mit Grünland ist ein anderes Mal sozusagen hier nicht in dem Umfang gefördert worden, wie wir es gefordert haben. Das sind Beispiele, wie Freihandel und die Regeln dafür hier schon negativ waren. Jetzt sagt die EU, jetzt sagt die US-Regierung in Bezug auf Hormonfleisch zum Beispiel, nur ein ganz kleiner Teil ihrer Produzenten seien in der Lage, für Europa zu produzieren, wenn Hormone verboten bleiben. Sie möchten aber gerne die Exportbasis deutlich ausweiten. Jetzt kann man sagen, wir verhandeln das aber nicht, liebe USA, aber es fällt schwer zu glauben, dass immer nur unsere Autoindustrie etwas bekommt, aber Europa nie was geben soll. Und daher ist die Nachhaltigkeit dieser Aussage, wie lange wird es ausgeklammert, was genau wird ausgeklammert, all das scheint nicht schlüssig und von dem her teile ich das Missbehagen hier ganz deutlich und kann nur sagen, wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, Strafzölle zu zahlen, weil wir hier kein Hormonfleisch hereingelassen haben. Wir haben das aufgefangen mit einem Importkontingent von jetzt höchstwahrscheinlich also nicht mit Hormonen großgezogenes US-Rindfleisch, das darf jetzt zollfrei hier eingeführt werden und mit dem Hinweis, wir haben ja das Freihandelsabkommen, liebe USA, entspannt euch mal. So, und da sollen wir jetzt glauben, da passiert nichts in Sachen Hormonzulassung. Das fällt mir einfach sehr schwer. Also die Sorgen verstehen wir, dass keiner hier Hormonfleisch haben möchte und keiner Gentechnik, gentechnisch modifizierte Organismen in Europa haben möchte. Ist verständlich. Und die Zahlen haben wir bei der WTO, weil wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Weil wir nicht zur EFSA gegangen sind und zunächst eine Risikoabschätzung gemacht haben. Die haben wir aber jetzt gemacht. Und es ist eindeutig klar, dass Beta-Östradiol schädlich ist. Und deswegen verboten. Und das ist fest verankert. Wir müssten jetzt zum Rat und zum Parlament gehen, um das verändern zu wollen. Glauben Sie, irgendeiner hat die Lust, das zu machen? Das ist nicht realistisch. Die anderen 5 Hormone, die da im Gespräch waren, haben wir eine vorläufige Risikoabschätzung. Gibt es keinen Anlass, das zu glauben. Wenn wir jetzt geguckt haben, wie die EFSA aufs Ractopamin eingegangen ist, das war ganz eindeutig und ziemlich rigide. Wir haben bei dem Ractopamin, das ist ein Wachstumshormon für Schweinefleisch, wir haben da das praktische Problem, dass es einen internationalen Standard gibt für eine Füllrückstände im Fleisch. Also dass es danach eigentlich grundsätzlich zulässig wäre.
wenn wir Regeln haben wollen in Europa, die dann immer noch den Einsatz dieses Hormons verbieten, dann müssen wir das wissenschaftlich nachweisen oder zumindest so viel wissenschaftlich Unsicherheit haben, dass wir vorsorgliche Maßnahmen greifen können. Ja, da wollte ich noch mal nachfragen. Dann habe ich gelernt, wir haben in Europa ein Vorsorgesystem, was wir im Prinzip, was wir gerne erhalten wollen. Und das würde eben implizieren, dass zum Beispiel der Imker nicht erst die Studie finanzieren muss, die beweist, dass möglicherweise eine Biene, die auf ein genverändertes Feld geflogen ist, gesundheitsgefährdend ist. Das ist ja auch meine Geldfrage, wer wissenschaftlich was beweisen kann. Also das machen wir ja doch erstmal öffentlich. Dass in solchen Fällen die Kommission eine Arbeitsanweisung an die EFSA gibt, die dann das studiert. Und so lief das auch bei dem Lactopamin ab. Wir haben diese internationale Standard beruht auch auf einer Studie vom Codex, von der Food Agriculture Organization in Rom. Wir haben diese Studie bei der EFSA vorgelegt, um zu fragen, ist denn das solide, was da gemacht wird? Und EFSA hat es eindeutig gesagt. Da sind so viele Annahmen, da ist so viel Unsicherheit und da ist so viel Vagheit drin, darauf kann man keine Entscheidung basieren. Martin Häusner. Und in unserer Meinung ist das schon so viel Unsicherheit, dass wir unsere Maßnahmen aufrechterhalten können. Martin Häusner. Also ich finde das grundsätzliche Problem ist jetzt, dass wir wissen eigentlich, was der Verbraucher will. In Europa will er keine Gentechnik. Warum muss ich jetzt erst noch beweisen, und das wäre so die Logik aus diesen WTO-Geschichten, dass das einen umbringt am Ende, um es zu überspitzen. Das ist ja die Logik der WTO. Das beweisen Sie mir, dass Sie damit tot umfallen und dann dürfen Sie es vom Markt nehmen. Ich denke, wenn eine verbraucherorientierte Politik gemacht würde oder auch eine Politik in Richtung kleinbäuerliche Landwirtschaft, dann sage ich, wollen wir es oder wollen wir es nicht? Ist eine politische Entscheidung. Wenn ich es nicht will, möchte ich politisch das Recht haben, es vom Markt zu nehmen. Also wenn ich keine Gentechnik im Honig will, muss ich nicht erst nachweisen, dass das gefährlich ist, sondern ich will einfach schlicht und ergreifend keine Gentechnik im Honig. Und dann muss ich da immer fragen, wer profitiert dann am Ende davon, dass ich immer mehr von solchen Sachen irgendwie erstmal eine Risikostudie anbringen muss. Und wer finanziert eigentlich, bitteschön, 90% dieser Studien? Wenn Sie spannende Fragen haben, bei der EFSA, da wird eine Zulassungsunterlage vorgelegt, die ist natürlich von der Industrie. Und die EFSA kann immer nur das überprüfen, was dann von der Industrie vorgelegt wird. Das heißt, wir haben noch nicht mal eine unabhängige Kontrollinstanz, die uns ermöglicht, sozusagen ganz neutral zu machen, sondern wir prüfen immer Industrie, prüft Industrie. Und das, solange das so ist, denke ich, dass auf das Spiel sollen wir uns nicht einlassen. Wir müssen das Recht haben und auch nach einem Freihandelsabkommen politische Entscheidungsprozesse zu treffen. Und ein politischer Entscheidungsprozess ist gegen oder für Gentechnik, gegen oder für Hormon. Und ich möchte bitteschön immer in der Verantwortung sein, das jetzt alles nachzuweisen, dass das ja doch gefährlich sein kann. Verdammt nochmal, das ist eine politische Entscheidung, was wir wollen, was wir essen wollen und überleben wollen. Also Primat der Politik laut eingefordert, Hannes Lorenz noch mit dazu? Ja, ich würde das auch gerne nochmal unterstreichen. Ich kann mich sehr genau erinnern an die Gespräche, die wir in Washington geführt haben im Kongress. Also die Kongressabgeordneten waren eingeladen im Kongress von Monsanto und Freunden und die haben uns auch begrüßt im Kongress und haben uns gesagt, wisst ihr Europäer, ihr habt sie doch nicht alle. Also ihr könnt doch wissenschaftlich überhaupt gar nicht gegen das angehen, was bei uns zugelassen ist. Wo habt ihr denn da irgendwelche Beweise? Aber ihr interessiert uns im Grunde auch schon gar nicht mehr, weil wir haben ganz andere Märkte, wo wir hingehen. Also ich glaube, dieses Problem, was auch die Kommission hat, einerseits wirklich anerkennen zu müssen, dass es eine Basis geben muss, die man Sound Science nennt, aber auf der anderen Seite vollständig davon abhängig ist, diese Sound Science auf Daten basieren zu müssen, die nicht unabhängig zustande kommen. Das ist ein Riesenproblem. Und das, was wir politisch entschieden haben, vor Jahren den Hormone auszuschließen, war tatsächlich nicht auf der Basis von irgendwelchen wissenschaftlichen Beweisen, sondern schlicht, weil es klar war politisch, ist das in Europa nicht durchsetzbar. Und das müssen wir verteidigen, weil daran hängt ja nicht nur die Frage, ist an einer Substanz was Gefährliches, sondern was hat das für Auswirkungen auf die Struktur? Wenn RBSD, gentechnisch hergestellte Somatotropin,
Wachstumsbeschleunigung, Milchförderer, eine Kuh von einem Durchschnitt von, was schon sehr hoch ist, 7000 Liter auf 12.000 Liter im Jahr pusht, dann kann man vielleicht wissenschaftlich nicht kurzfristig beweisen, dass das schlecht für Menschen ist, aber dass die Kuh ihren Euter nicht mehr durch die Gegend tragen kann, ist was, was sichtbar ist. Und dass die auch in der Fruchtbarkeit zurückgeht und dass die krank wird, ist etwas, was man nachweisen kann. Und wenn man auf der Grundlage mit gesundem Menschenverstand politisch entscheidet, solche Kühe brauchen wir nicht, dann ist das etwas, was eigentlich unsere Vertreter in Kommission und in den zuständigen Stellen anerkennen sollen. Das hat uns eine Menge Geld gekostet in der WTO. Wir sind verklagt worden als Europäer. Wir mussten für das Verbot in Europa Geld bezahlen, weil wir gegen die Regeln verstoßen haben. Das ist absurd. So. Und von daher ist es politisch ungeheuer wichtig, und noch einen kurzen Satz dazu, weil wir das in ITP immer in den Vordergrund stellen, TTIP ist nicht initiiert worden von Regierungskreisen. TTIP ist Corporate Agenda. Das ist eine Initiative der Firmen, die da Interesse haben, ihren Handel auszuweiten und möglichst größere Teile, zum Beispiel im Bereich Landwirtschaft, unter Kontrolle zu bringen. Und das bedeutet dann, um auf die Frage vorhin zurückzukommen, Strukturen wie in den USA in Europa auch einzuführen, auf der Grundlage dann Wettbewerb zu betreiben. Und was ich davon halte, habe ich am Anfang gesagt. Einsatz von Also ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das System dargestellt haben, mit dem die Fleischindustrie vorgegangen ist in Bezug auf dieses Wachstumshormon Ractopamin. Das hat ganz traurige Berühmtheit erlangt, weil in China ist das in zu hohem Maße in Kühen verabreicht worden, dann ist es ins Milchpulver gekommen und Kinder haben mit unter 3 Jahren, Mädchen haben da Brustansätze bekommen. Und aus Lateinamerika ist bekannt geworden, dass es wohl im Zusammenhang damit steht, dass Mädchen unter 3 Jahren die Regelblutung bekam. Also es ist ein hochwirksames Hormon, das muss man sich vor Augen halten. So, jetzt war das in Russland zum Beispiel verboten. Russland hat US-Fleisch verweigert, hat die Annahme verweigert, wollte das nicht importieren, sofern es mit Hilfe von Ractopamin erzeugt wurde. Dann ist die USA in einem jahrelangen Salamitaktikstreit in der WTO vorgegangen, bis sie dahin gebracht haben, was sie gesagt haben, Rückstände zu definieren. Jetzt müssen im Grunde die WTO-Partner das Fleisch reinlassen bis zu einem bestimmten Rückstand im Fleisch. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein, was wir wollen, sondern wir müssen genau gegen diese Salamitaktik, dass nicht akzeptiert wird, unser Nein nicht akzeptiert wird, dagegen müssen wir wie eine Wand stehen. Denn sonst kriegen wir es durch die Hintertür. Ja, so sympathisch ich es finde, dass wir die EU-Standards, wenn sie mal hoch sind, verteidigen, so sollten wir aber auch nicht so tun, als wären wir hier jetzt die wunderbaren Akteure auf dem globalen Markt. Wir exportieren zu Dumpingpreisen, wir machen Märkte als Europa in anderen Ländern kaputt. Wir haben zwar keine Wachstumshormone, dafür Sexualhormone zugelassen in Europa. Also wir sollten hier, finde ich, nicht nur so eine Frontstellung aufmachen. Europa verteidigt sich auf hohem Standard, auf hohem Niveau von Standards gegenüber den USA. Wir haben auch ziemlich Nachholbedarf, wenn es darum ginge, dass wir Tierschutzstandards, Pestizidstandards und so weiter mit Grenzwerten hätten, die wir wahrscheinlich hier im Raum akzeptieren und tolerieren würden. Und deswegen bin ich noch viel, viel stärker bei dem Punkt zu sagen, wir müssen in den Blick nehmen, dass es hier um eine Harmonisierung und Vereinheitlichung von Standards geht. Zwei Märkte, wie du das so schön zusammengefasst hast, gegen den Rest der Welt setzen Standards, wo andere nicht mehr mithalten können oder Schwierigkeiten haben, im globalen Wettbewerb mitzuhalten. Und wir verhandeln hier nicht um höhere Standards, sondern wir verhandeln um ein Race to the Bottom. Da bin ich ziemlich überzeugt davon. Und da möchte ich dann gerne auch mal hier die strategische Frage stellen, wo ich dann sage, dann reicht eben nicht Transparenz, sondern wir müssen die ganze Richtung dieses Verhandlungsgeschehens
auf dem Prüfstand stehen, weil die Entwicklung in eine Richtung geht, die ich als Ökologin, als Internationalistin einfach nicht akzeptieren kann und möchte. Transparenz allein reicht nicht aus. Wir hatten hier noch eine Wortmeldung und ich glaube, es gab eine zweite in der zweiten Reihe. Frau Degel kommt dann. Und in der hinten mit dem Eisenberg, mein Name. Ich bin unter anderem in dem Netzwerk Bauernhöfe statt Agrarfabriken tätig. Und wie manche von Ihnen hier wissen, hat dieses Netzwerk in Deutschland in den letzten Jahren zig, wenn nicht noch sogar hunderte große Mastställe verhindert. Da ging es oft nicht nur um Wissenschaft, sondern es ging auch um Ethik. So, und unsere Helfer waren teilweise die deutsche Gerichtsbarkeit. Ja, es sind viele Siege dieses Netzwerks sind vor Verwaltungsgerichten erfochten worden. Inzwischen haben wir in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen sogar grüne Landwirtschaftsminister, die ein Verbandsklagerecht für den Naturschutz einrichten wollen und für den Tierschutz. So, und diese Dinge, da glaubt doch wohl niemand im Ernst, dass die in so einem transatlantischen Abkommen irgendwie nachweisbar wären oder eine Rolle spielen könnten. Wenn ich höre, wer hier agiert, ja, und wer hier zu Konsultationen vor der Kommission eingerufen, da ist doch völlig klar, diese Leute, das ist kein handwerkliches Fehlverhalten, sondern da ist die Intention, geht in eine ganz andere Richtung, als unsere Intention ist. Und deswegen kann ich nur sagen, mit diesen Agierenden muss man diesem Freihandelsankommen einfach in den Arm fallen. Da schließe ich mich der Frau Benning an. Und das im Vorfeld dieser Europawahl, das muss richtig zum Thema werden. Und wir müssen alle Parteien, die sich zur Wahl stellen, fragen, wie haltet ihr mit dem Freihandelsabkommen? Ja? Und ich glaube, der Punkt ist klar gekommen. Ich würde das gerne an Herrn Weigel weitergeben. Nein, aber das Entscheidende, was heute hier nicht richtig zur Sprache gekommen ist, ist die Frage der Kontrolle, die wir jetzt über die deutsche und eventuell auch über, das haben wir von den Kollegen aus, von Imkerkreisen eben gehört, über die europäische Gerichtsbarkeit hinbekommen. Und was eben überhaupt noch nicht richtig angesprochen ist, wie das dann hier ablaufen soll mit diesen Schiedsgerichtskommissionen, wo nämlich Leute agieren, die eigentlich nicht unabhängig sind, sondern die sind, wenn ich richtig informiert bin, in kreisender Rotation immer für irgendwelche internationalen Handelskonzerne tätig. Und die sollen darüber entscheiden. Ich habe mit Pia Eberhardt hier auf dem Podium. Ich würde gerne einmal Herrn Weigel fragen, wie nämlich die Frage der Investitionskommen genau mit der Frage nach dem Tierschutz, Verbandsklagerecht übereinkommt. Wir haben große Gefahren beschrieben schon gehört. Wie ist das? Die Bundesländer führen ein Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände ein. Ein Urteil, ein Gerichtsurteil kommt meinetwegen zustande zum Kopieren von Schnäbeln. Dann wäre das damit verboten. Wie geht das mit dem Freihandelsabkommen überein? Ist er? Da waren jetzt so viele Punkte, dass ich doch mal ein bisschen zurückgehen muss und möchte. Also erstens mal möchte ich mich gegen einen Pauschalverdacht gegen die EFSA wehren, dass in jedem Fall immer nur von Industrieinteressen getrieben wäre. Die EFSA macht eine ganz hervorragende Arbeit unter sehr schwierigen Bedingungen. Und ohne eine derartige Analyse, die sehr häufig auf weite wissenschaftliche Studien in eine breite, gefächerte Analyse zurückgreifen kann. Ohne eine solche Vorarbeit könnten wir überhaupt nicht mehr rational entscheiden. Und dann können wir auch nicht dieses Prinzip überhaupt in Frage stellen, dass wir unsere Entscheidungen begründen müssen. Das geht nicht. Und es geht nicht, wir können nicht sagen, wir entscheiden, weil wir es politisch so wollen, ad hoc, hop oder top. Wir haben dann einen Punkt, wir müssen vielleicht zahlen dafür, wir können entscheiden, aber wir müssen mit den Konsequenzen leben. Und die Konsequenz ist, dass wir in ein Welthandelssystem eingebunden sind, von dem wir leben. Aber heißt das dann auch, um die Frage nach dem Primat der Politik aufzunehmen, dass sich die Politik in ihrer Willensfindung den Handelsinteressen beugt? Nein, die Politik soll entscheiden, die Politik entscheidet. Aber die Konsequenz ist, wir sind nicht allein auf dieser Welt. Wir haben für unsere Entscheidungen, gerade im Lebensmittelsicherheitsbereich, bestimmte Regeln, wie das laufen soll. Und zwar aus einem guten Grund.
dieses FGS-Abkommen unter der Welthandelsorganisation versucht, genau diesen Interessenabgleich zu finden. Dass man einerseits Regeln erlassen kann und dass man andererseits die Regeln so rational erlassen soll, dass Missbrauch vorgebeugt wird. Und dieser Missbrauch liegt nahe. In den USA und in Europa sind wir hochentwickelte Demokratien und haben vernünftige, offene Verfahren, wie Regeln erlassen werden. Da können sich Industrien, da können sich Privatmenschen daran beteiligen. In vielen anderen Ländern ist das nicht der Fall. Wir hatten kürzlich ein Problem, dass kurz vor chinesischem Neujahr unsere Ausfuhren von Wein und Spirituosen in den chinesischen Häfen festhingen. Und sie hingen fest, weil es ein internes, ein innerchinesisches Problem gab mit Tanscherei. Da wurden bestimmte Chemikalien in den Whisky gemischt, weil es dann ein besseres Gefühl im Mund gibt. Ja, aber was man dann macht, ist an der Grenze alles festhalten und dort testen. Diesen Missbrauch kann man nur Herr werden, wenn wir vernünftige Regeln haben, wie wir Entscheidungen begründen. Und wenn wir uns nach Kräften selber auch die Mühe machen, das richtig vorzulegen, dass wir dann zu den anderen gehen können und sagen, so geht's nicht. Aber jetzt haben wir hier eine ganz konkrete Frage. Es gibt die sehr vernünftige Einrichtung eines, möglicherweise bald, eines Verbandsklagerechtes, was in Zukunft die Standards für Tierproduktion in Deutschland verändern würde. Dann gibt es aus Ihrer Sicht ein vernünftiges Abkommen, was freien Handel garantiert. Dann gibt es möglicherweise ein Investitionsschutzabkommen, was definiert, wenn ich aus den USA hier importiere, dann darf sich nicht irgendwas für meine Umstände des Imports verändern. Dann hat man doch einen ganz klaren Interessenkonflikt. Wie ist da die Stellungnahme der Kommission? Also, jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema Investor-Staat-Streitigkeiten. Und dieses, wir haben besprochen, wir machen das Punkt für Punkt. Es ist klar, dass bei Streitigkeiten der Vergangenheit und bei solchen Abkommen, Investitionsschutzabkommen, einiges nicht so gelaufen ist, wie wir das heute wollen würden. Auch bei der, als Gesellschaft hier in Europa, aber auch als Kommission. Die Einsicht ist sehr wohl da. Und, jetzt können wir den Text nicht zeigen, aber von dem Kanada-Abkommen wurde auch gesprochen, aber auch in dem Kanada-Abkommen sind diese Regeln ganz klar gefasst und sehr neu modernisiert gefasst. Das kann man aber auch können nicht zeigen, weil da noch ein rechtlicher Prozess notwendig ist, das durchzusehen, damit das konsistent in der richtigen Sprache ist. Aber was dieses Abkommen, der Investitionsabteil, vorsieht, ist erstens eine klare Bestätigung, dass man weiterhin Gesetze erlassen kann und seine Bedürfnisse regeln. Right to regulate heißt das. Das ist bestätigt. Das ist gut, dass wir noch gewählt werden dürfen. Das ist selbstverständlich. Aber jetzt noch jenseits des Scherzes, es gibt ja, ganz kurz, bevor Sie, Moment, Herr Wagen, Frau Eberhardt und Herr Häusling grinsen sich nicht hinein, wir würden gerne den Grund, den genauen rationalen Grund für dieses Grinsen nochmal in Argumente erklärt bekommen. Ganz kurz. Ja, ich denke, bei dem Investorenschutzabkommen kann ich ja das noch nachvollziehen, in den 70er Jahren oder was, wo wir mit Ländern ankommen, abgeschlossen haben, wo es darum ging, die haben keine vergleichbare Gerichtsbarkeit und man muss einen Standard finden. Aber ich glaube, dass die Amerikaner und die Europäer sich ihre Gerichtsbarkeit gegenseitig anerkennen. Warum, bitteschön, müssen wir dann noch zusätzlich ein nicht demokratisch legitimiertes Gremium schaffen, wo ja nicht schwarze Roben sitzen und miteinander verhandeln, sondern Rechtsanwälte in durchaus begründetem Eigeninteresse immer versuchen zu gucken, welche Unternehmen könnten jetzt hier bei einer Gesetzgebung der Europäischen Union benachteiligt sein. Das ist was, also mit dem Begriff Gerichtsbarkeit im klassischen Sinne hat das nichts zu tun. Das ist die erste Frage. Aber ich komme nochmal zurück auf das Primat der Politik. Mich erinnert diese, begründen Sie doch, warum das jetzt erhalten werden muss, ein bisschen an die Geschichte mit der Deregulierung der Finanzmärkte. Ist noch gar nicht so lange her, hieß auch mal, wir können das doch nicht machen, wir müssen auch deregulieren, weil die Amerikaner deregulieren. Und die Amerikaner haben gesagt, wir deregulieren, weil es die Chinesen deregulieren. Im Grunde genommen
was wir damit erfahren haben im Finanzmärkten, das bezahlen wir jetzt alle ganz teuer. Aber wir haben diese Deregulierungswelle im Agrarbereich immer noch nach wie vor. Da toben sich alle aus mit Deregulierung. Und das wird uns auch am Ende sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Und ich glaube, deshalb zu sagen, wenn Sie sagen, ja, das hat ja dann weiter keine Auswirkungen, weil wir werden unsere Regeln weniger, nicht schlechter. Die Gegenfrage ist, sie müssen besser werden. Wie sorgt die Kommission dafür, dass sie denn besser werden? Wenn wir sie jetzt auf dem niedrigsten Level einfrieren, dann muss ich mich ja fragen als Politiker, wie kann ich in Zukunft damit umgehen, sie zu verbessern. Wenn ich das, und das können Sie jetzt sagen, das stimmt nicht, aber ich kann das ja nur dann verbessern, wenn es im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Handelspartner ist. Also, da sind wieder ganz viele Fragen drin. Ja, wir versuchen es mal aufzubilden. Warum brauchen wir diesen Mietvorgang? Erstens. Zweitens, wie können wir es modernisiert gestalten, dass die Bedenken, die wir in der Vergangenheit haben, dass das nicht mehr relevant ist? Und wie kann es denn sein, dass die Politik nach wie vor agieren kann? Also, eins ganz klar, das ist auch nicht keine neue Erfindung, das Right to Regulate, das steht auch schon in den Abkommen, die wir bisher abgeschlossen haben. Das steht bei Korea drinnen, das steht bei Singapur drinnen, das steht bei Kanada drinnen. Korea und Singapur können sich angucken. Das ist veröffentlicht. Ja? Das ist ein tolles Abkommen. Welches? Korea? Ja, Singapur. Weiter noch beim Thema, weil ich möchte gerne noch also, Publikumsfragen einbringen, die Zeit und uns also, Korea wäre erfolgreich, ein gutes Abkommen. Warum brauchen wir das? Die sagen, wir haben in Europa eine funktionierende Gerichtsbarkeit, wir haben in Amerika eine funktionierende Gerichtsbarkeit. Ja, aber in Amerika haben europäische Investoren nicht immer den gleichen Zugang zum Gericht, wie das die amerikanischen Investoren das bei uns haben. Es ist durchaus fraglich, zum Beispiel, ob in Bundesstaaten tatsächlich immer zu Gericht gehen kann. Und oft nicht, weil der Staat sich vorgenommen hat zu diskriminieren, ob das nicht uns abhängt davon. Und ob drittens das eigentliche Problem dann, dass das TTIP, wenn wir es vereinbaren, auch gar keine Direktwirkung hat. Wir können es nicht zur Klage bringen direkt. Es gibt also schon Schwächen im Schutz der Investoren. Es gibt ein zweites Anliegen, das ist, wenn wir das zwischen hochentwickelten Wirtschaften wie USA und Europa machen, dann kriegen wir vielleicht ein gutes Modell, das auch dann im Verhältnis zu Drittstaaten funktioniert. Wir wissen, das Modell ist zu modernisieren, denn es gibt alte Texte, die nicht gut genug sind, die Schwächen haben. Der dritte Punkt ist, es gibt heute bereits eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten, die solche Abkommen mit den USA haben. Und warum nur die im Verhältnis zu den USA? Während die USA über diese Abkommen im Verhältnis zu der EU unsere Gesetzgebung in Frage stellen können, wollen wir eine Einrichtung? Und warum bei der Gelegenheit nicht gerade bei diesen bestehenden Abkommen einzelner EU-Mitgliedstaaten auch die auf einen besseren Stand zu bringen, der diese Schwierigkeiten, die wir in der Vergangenheit bei manchen Abkommen gesehen haben, der diese Schwierigkeiten aufgreift? Und da gibt es ein paar Punkte, die wirklich neu zu regeln sind. Also jetzt kommen wir zum Inhalt. Was ist da zu verbessern oder neuer zu machen? Da gibt es einen unbestimmten Ausdruck, der heißt Fair and Equitable Treatment. Und da wird Schlimmstes befürchtet, dass man darüber, dass der Investor darüber alles Mögliche angreifen kann. Und was man jetzt machen kann, was wir bei Kanada gemacht haben, ist, diesen Begriff enger und genauer zu definieren. Sodass vorhersehbar ist, was unter diesem Begriff fällt. Ich würde gerne Pia Eberhardt, die es zum Mikrofon bringt, dazu Gelegenheit geben aus ihren Erfahrungsberichten, bevor Sie sich auch noch weiter herausfragen, Herr Balken, zum Investitionsschutz. Worum geht es bei Investitionsschutzabkommen? Es geht um zwei Dinge. Um hardcore weitreichende Eigentumsrechte, die festgelegt werden, sehr viel weitgehender Schutz von Privateigentum, als wir den in auch nur irgendeiner nationalen Verfassung kennen. Diese Eigentumsrechte, hat Herr Weigel völlig recht, können vor nationalen Gerichten nicht eingeklagt werden. Sie sind Teil dieses internationalen Vertrages. Dafür braucht es ein paralleles Rechtssystem. Das sind diese Investor-Staat-
Klagerechte. Darum geht es. Es geht um extrem weitgehenden Schutz von privatem Eigentum, Absicherung gegen gesellschaftliche Umwälzungen, wie wir sie dringend bräuchten, zum Beispiel in der Enteignung von bestimmten Ölkonzernen, um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen. Dass genau das nicht passiert, dafür gibt es Investitionsschutzabkommen. Und das soll jetzt verhandelt werden in TTIP. Das wäre sozusagen meine Antwort auf die Frage, warum brauchen wir das? Oder warum meint die Europäische Kommission, das zu brauchen? Was passiert mit den alten Abkommen, die wir schon haben? Die sind richtig schlecht. Da haben wir richtig gepennt als Zivilgesellschaft, als die Bundesregierung über Jahrzehnte lang hunderte solcher Verträge abgeschlossen hat. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt einen noch größeren, vielleicht ein bisschen weniger schlecht, vielleicht auch noch viel schlechteren Vertrag brauchen. Die alten Abkommen müssen auslaufen, angekündigt werden, aufgekündigt werden. Das ist möglich. Das ist überhaupt kein Grund, diese, und zwar jetzt mit Verlaub gesagt, Scheiße, auch in den neuen Vertrag wieder reinzuschreiben. Und drittens, was macht die Europäische Kommission, um diese Abkommen zu reformieren? Nicht den Standard der fairen und gerechten Behandlung genauer zu definieren. Das behaupten Sie zwar in Ihrem PR-Papier, im Kanada-Text aus dem November, den ich gesehen habe, steht aber so eine Definition drin, da stehen diverse, das bedeutet dies, das bedeutet jenes, das bedeutet auch ein drittes und außerdem bedeutet es alles andere. Das ist die Definition, die Sie da verhandelt haben. Sie belügen die Öffentlichkeit und das Parlament, nicht Sie direkt, Ihre Investitionskollegen. Wenn Sie behaupten, Sie verhandeln hier bessere Verträge, die öffentliche Politik schützen. Und das macht mich skeptisch, wenn Sie auch auf Ihre Papiere zu SPS und so weiter verweisen. Ich kenne leider nur die Investitionsregeln ziemlich gut. Ich würde gerne bei den Investitionsregeln mit einer Reihe von Lügen und Falschbehauptungen der Europäischen Kommission, das macht mich auch nicht wahnsinnig optimistisch, was die anderen Informationen betrifft, die auf Ihrer Website sind. Wir haben hier die Anfrage. Was passiert, wenn Deutschland höhere Standards bei der durchsetzt bei der Durchsetzung von Standardanlagen? Großes Anliegen hier auch im Podium und ein amerikanischer Investor kommt und im amerikanischen Maßstab, den wir eben gehört haben, entsteigen 37.000 Milchkühen in Ostdeutschland, in Brandenburg bauen wird. Was bedeutet das aus dieser, also kann der klagen, könnte der klagen, unter welchen Umständen könnte der dann vor dieses Schiedsgericht gehen? Ich finde, also man kann über viele Fälle spekulieren, aber wir können uns ja die laufenden Fälle anschauen, die es gibt weltweit. Es gibt Vattenfall, das gegen Deutschland klagt, gegen den deutschen Atomausstieg. Es gibt den Ölkonzern über 3,7 Milliarden, ist die letzte Information, die ich habe. Es gibt den schon erwähnten Fall des US-Ölkonzerns Lone Pine, also eigentlich ein kanadischer Konzern, der eine US-Aktiengesellschaft nutzt, um gegen Kanada zu klagen, weil die Provinz Quebec ein Moratorium für Fracking erlassen hat. Es gibt Philip Morris, auch schon erwähnt, beide klagen gegen Gesundheitsschutzwarnungen auf Tabakpackungen. Also diese Fälle gibt es schon heute, darüber brauchen wir nicht spekulieren. Und wie ich bereits sagte, wenn wir das Kanada-Abkommen, das eine sozusagen Blaupause sein soll für das TTIP, auch im Investitionsschutzbereich nehmen, dann kann ich voraussagen, dass keine dieser Klagen verhindert worden wäre durch die Reformformulierungen, die Ihre Kolleginnen versucht haben zu verhandeln oder vielleicht auch noch nicht mal versucht haben zu verhandeln. Also solche Klagen werden durch TTIP auch in Zukunft in ganz Europa der Weg geöffnet werden. Ja, wirklich nur in Ergänzung. Danke, Pia, für die vorzüglichen Ausführungen. Wichtig ist doch einfach auch nochmal auch jetzt im globalen Kontext zu sehen, das multilaterale Abkommen für Investitionen des MAI ist verhindert worden. Das gab es nicht. Innerhalb der WTO liegen die Versuche zu Investitionen, zu einem multilateralen Regelwerk zu kommen bei Investitionen auf Eis. Jetzt versucht man es über TTIP, ja, genau dieses parallele Rechtssystem einzuführen, und dieses Rechtssystem hat nichts anderes als auch hier wieder den Konzernen ein sogenanntes Recht auf stabile Investitionsbedingungen zu geben und den Investoren, wenn sie zu hohe Standards erfüllen müssen, dann auch eventuell Rechtsansprüche und Schadensersatzansprüche zu garantieren, weil sie vielleicht ihre Gewinne, die sie mit den Investitionen verbunden haben, nicht umsetzen können in den jeweiligen Fällen. Und darum geht es. Und wie gesagt, es wird versucht, über ein Freihandelsabkommen ein Investitionsabkommen mit zu transportieren. Und das ist neu, weil es bislang nicht gelungen ist, über Handelsabkommen auch gleichzeitig ein Investitionsabkommen zu verhandeln. Und das, was da mit TTIP läuft, ist eben der Versuch, beides, weil es in der WTO und eben mit multilateralen
Agreement for Investment, das gescheitert ist, auch aufgrund breiten zivilgesellschaftlichen Drucks nicht erfolgreich war. Ich würde gerne sammeln, weil wir haben ja versprochen, dass wir eine große Beteiligung machen. Jede dieser einzelnen Fragen, die von Ihnen kommen, erfordern aber eine große Antwort und aus zwei Sichten. Deshalb würde ich gerne jetzt mal sammeln, Ihre Kommentare sammeln. Wir fangen ganz hinten an, Frau Degen arbeitet sich dann von hinten nach vorne durch und dann, weil uns die Zeit wegläuft, machen wir eine Abschlussrunde, in der jeder nochmal Gelegenheit bekommt. Ja, mein Name ist Hedwig Emmerich, Referentin bei der Grünen Bundestagsfraktion. Ich gehöre also zu der privilegierten Gruppe von Abgeordneten und Bundestagsmitarbeitern, die tatsächlich auch manchmal Einsicht bekommen in die Berichte und Protokolle. Trotzdem herrscht auch bei uns ein sehr großes Informationsdefizit. Alles, was zu den Zielen der US-Seite im Agrarbereich heute gesagt wurde, kann ich aus meiner Sicht nur unterschreiben. Ich bin auch erstaunt, dass Herr Weigel dem so ausgewichen ist. Sie haben ja viel dazu gesagt, was sind die europäischen Interessen, danach wurden Sie auch nochmal gefragt, aber wenig dazu gesagt, was hat die US-Seite für Interessen, gerade auch im Agrarbereich. Und ja, trotzdem vielen Dank, dass Sie sich auch heute dieser Diskussion so stellen. Ich wollte ganz konkret Sie zu etwas Transparenz ermutigen und Sie bitten, dass Sie vielleicht auch so mal ganz generell ein bisschen berichten, wie ist denn nun eigentlich diese dritte Vorrunde verlaufen? Da ging es ja auch um SPS, worüber hat man denn da eigentlich gesprochen? Vielleicht dürfen Sie das ja an der einen oder anderen Stelle zumindest andeuten. Und was mich natürlich besonders interessiert, wie soll das denn nun weitergehen im Agrarbereich? Da gab es ja auch die Diskussion, wie wird dort die weiteren Verhandlungen, wie werden die strukturiert? Wird es eine gemeinsame Gruppe geben für den Bereich Zölle, für den Bereich SPS? Und dann gibt es ja auch noch die geografischen Indikationen. Oder wird es aufgeteilt? Und natürlich auch zum Zeitplan haben Sie ja eigentlich nichts gesagt. Sie hatten zwar die Seite, aber keine weiteren Worte dazu. Und dann wollte ich nochmal den Blick lenken auf diese Frage Standards und was passiert jetzt schon, was kann in der Zukunft noch passieren? Was uns Sorgen macht, ist, wenn man jetzt die Entwicklung im Gentechnikbereich anschaut, die nächste Anbauzulassung steht ja bevor. Wir haben jetzt das Thema Klonen, keine Kennzeichnung von Fleisch der Nachkommen geklonter Tiere, hat die Kommission jetzt freiwillig so vorgeschlagen, da kann man sich eigentlich nur wundern. Herr Häusling hat das auch schon so angesprochen, es wirkt so ein bisschen wie vorauseilender Gehorsam. Und da würde mich auch mal interessieren, was passiert jetzt, wenn sich vielleicht doch mal auch die Kritiker durchsetzen und es wird jetzt nicht so beschlossen, es wird nicht zugelassen bei der Gentechnik, es gibt doch eine Kennzeichnung bei Klonfleisch, was würden denn dazu die Amerikaner sagen? Begeistert werden sie ja wahrscheinlich nicht. Also das vielleicht zu dem, was passiert eigentlich heute schon, möglicherweise als Vorbereitung dieses Abkommens. Und dann auch die Frage, wenn wir jetzt dieses Abkommen schon haben und diese regulatorische Integration haben, was würden denn die Amerikaner dazu sagen, wenn wir jetzt unsere Zulassungsverfahren zum Beispiel bei der Gentechnik verschärfen möchten? Wenn wir sagen, wir möchten sozioökonomische Kriterien integrieren, weit weg von Naturwissenschaft, sage ich mal, aber doch auch sehr wichtig. Ja, das ist eine lange Frage. Ein langer Fragenkatalog. Wir ergänzen den zu einem noch längeren. Hinten neben Ihnen irgendwo in der Nähe war noch eine Wortmeldung schon ganz lange. Ja, mein Name ist Franz Botens von der Demokratie Rheinland-Pfalz. Also ich habe jetzt sehr viele Argumente die ganze Zeit, inhaltliche Dinge gehört und möchte aus Demokratiesicht hier die Sache nochmal beleuchten. Und möchte erstmal sagen, dass Herr Weigel mich bis jetzt nicht überzeugen konnte, in keinster Weise, weil ich sehe nicht einen Punkt, der nicht veröffentlicht werden könnte von all denen, die Sie genannt haben. Ob es die Blinker oder die Augenspiegel sind, das ist mir vollkommen wurscht. Aber was ich sehe, ist, dass ich kein Vertrauen zur Europäischen Kommission haben kann. Es ist tief zerrüttet. Und es ist die Frage, wie wollen Sie uns Bürgerinnen und Bürger hier in Europa, Sie sind eigentlich nur Verwaltungsbeamte, aber Sie sollten die Grundlagen der Europäischen Union berücksichtigen bei Ihrer Arbeit. Und dazu gehört nun mal auch, denke ich, die Gerichtsbarkeit anzuerkennen. Also keine externen Gerichte und unsere demokratischen Grundlagen. Und wenn Sie das Primat der Politik so hoch schätzen, dann wäre es das erste der Dinge, und das ist von allen hier schon genannt worden und übrigens auch von den Gewerkschaften in einem Papier jetzt,
dass erstmal die Parlamente informiert werden müssen. Es geht gar nicht anders, als dass sie die Parlamentarier umfassend nach den Maßgaben der Wünsche dieser Parlamentarier informieren. Und ich sehe aber, dass die Europäische Kommission dazu gar nicht in der Lage ist. Mein Eindruck ist, dass das ein Relikt aus historischen Zeiten ist, das sie nicht selbst überwinden können. Und ich würde gerne, weil wir so viele Anwendungen haben, ich komme ganz kurz, ja. Kommen, weil der Punkt, der Demokratiedefizit ist sehr klar geworden. Ja, also ich plädiere für eine Entbürokratisierung der EU und der Abschaffung der Kommission und fordere ein, dies auf einem rechtlich möglichen Weg zu machen, den Artikel 48 zu bemühen von dem Lissabonner Vertrag und ein Konvent, ein von Bürgerinnen und Bürgern getragenen Konvent einzuberufen, um diese Sache zu verändern. Und da würde ich auch an Herrn Häusling appellieren, dies mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln als Präferenz in das Programm aufzunehmen, damit nach dem 25. Mai 2014 das schnell angepackt werden kann und gar keine neue Kommission erst gebildet werden muss. Ich danke Ihnen. Ich meine das ernst. Vollkommen ernst. Ja, mein Name ist Arndt Spahn, ich hatte vorhin gesprochen und ich hatte mich eigentlich gemeldet zu den Strukturen. Wir verteidigen in Europa ein anderes Agrarmodell als in den USA. Und für mich steht die Frage im Vordergrund, welche Vorstellung hat die Verhandlungsgruppe der Kommission, wo eigentlich künftig der Beitrag Europas auf in diesem Welthandel begründet sein wird. Ich erinnere an die Marktreform Weinbau, wo uns die Kommission gesagt hat, mehr als 6 unterschiedliche Flaschen kann man im Supermarktregal nicht vermarkten. Und ich dann gefragt habe, ob sie ernsthaft diese Gülle trinken wollen. Und sie dann selber sagen, nein, sie selber trinken natürlich die europäischen Spezialitäten. Dasselbe haben wir bei Käse, dasselbe haben wir überhaupt. Ich sag mal, das ist ja die eigentlich entscheidende Frage. Europa steht für eine andere Produktion und für eine andere Perspektive auf einem sich verändernden Weltmarkt. Und wenn man das ernst nimmt, dann muss man allerdings anders verhandeln und dann muss man auch mit anderen Partnern sich zusammensetzen und das vermisse ich. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt geht schneller. Das ist nämlich die Frage dieses Streitschlichtungsabkommens zwischen den USA und Europa, haben wir heute gelernt, ein Drittel der Weltinvestitionen laufen da ohne so ein Schutzabkommen. Wenn ich sehe, wie wir mit Microsoft umgehen oder die USA mit der Deutschen Bank oder sowas, dann bei aller Liebe ist nicht zu kapieren, warum diese beiden zentralen Fragen gekoppelt werden sollen, warum sie nicht entkoppelt werden sollen. Für mich geht aus dieser Veranstaltung als Ergebnis heraus, soll wirklich eine Blaupause werden für künftigen Welthandel außerhalb dieser beiden Regionen. Das steht den Regionen nicht zu und deswegen muss man als Bürger dagegen sein. In der zweiten Reihe gibt es eine rege Beteiligung. Wir fangen an von rechts nach links. Hier direkt vor Ihnen und dann gehen wir über die Reihe. Ganz kurz, mir ist eine Diskussion der Banken- und Finanzsektor zu kurz gekommen. Und meine einzige Frage ist die, inwieweit TTIP die Spekulation der Banken befördert, mit allen negativen Auswirkungen, die ja auch schon hier genannt worden sind. Vor dem Hintergrund, dass ja in den USA gerade Bankenregulatoren verschärft worden sind. Frau Dege, wenn Sie die Reihe entlang gehen, da war hier eine Runde im Fenster und in der Mitte dann wieder in Reihe 4. Ja, mein Name ist Christoph Potter, ich arbeite für das genetische Netzwerk hier in Berlin. Ich habe so den Eindruck, dass wir eigentlich um eine Frage die ganze Zeit herumschwirren, aber keiner so richtig traut, sich die zu stellen, nämlich, dass wir eigentlich zunächst diskutieren müssten, ob Freihandel überhaupt der Wunsch ist und nicht die Frage, wie Freihandel stattfinden kann. Und irgendwie habe ich jetzt mit zwei, drei Beispiele rausgepickt, an denen man das vielleicht auch festmachen kann. Das eine wäre eben das System Landwirtschaft, wie es in der EU zum Tragen kommt oder typisch ist und wie es in USA typisch ist, lässt sich das überhaupt unter dem Dogma von Freihandel überhaupt verteidigen? Oder haben wir nicht durch unseren Beitritt oder durch unsere Mitgliedschaft in der WTO letztendlich alles Verhältnis aus der Hand oder alle Möglichkeiten überhaupt aus der Hand gegeben? Das zweite Beispiel wäre, was auch in der WTO Thema war, Medikamentenversorgung, wo halt große Staaten wie Indien oder Brasilien zum Teil einfach gesagt haben, wir folgen dem Primat der WTO so nicht mehr, sondern versuchen halt die Versorgung unserer Bevölkerung mit bestimmten Medikamenten
zu gewährleisten, unabhängig davon, ob jetzt irgendein Konzern irgendein Patent hat oder nicht. Und das Dritte wäre halt auch, und das hatte Frau Unrichtig ja mehrfach dargestellt, also dass halt Märkte weltweit zerstört werden durch die Stärke oder durch die Verfasstheit von bestimmten Wirtschaftssystemen. Und diese drei Punkte jetzt als Beispiele nur führen mich eigentlich eher dazu, dass wir vielleicht dieser Nebelbombe TTIP auch nicht zu sehr folgen dürfen, in welcher Form wir Freihandel wollen, sondern ob überhaupt. Hast du nicht so in der vierten Reihe? Achso, Entschuldigung, geht wieder nach vorne. Guter Sölden von Attac. Ich weiß nicht, warum ich mich heute so wiederholt an Momo erinnert fühlte und an Momo und die grauen Herren. Ich muss sagen, ich werfe emotional die Kommission und die Lobby in eine Kiste. Ich kann da nicht mehr unterscheiden, weil einfach nur Misstrauen so groß geworden ist. Und Momo hat sich einfach mit dem gesunden Menschenverstand gewehrt und ich glaube, der könnte uns hier auch helfen. Jetzt ein konkreter Vorschlag. Wir hatten das tolle Erlebnis von Stuttgart 21. Da gab es die Runde, die von Heiner Geißler moderiert wurde. Und da hat die Zivilgesellschaft gezeigt, dass die in der Lage ist, komplizierte Themen öffentlich zu debattieren. Und wenn man uns hier weiter die Informationen verweigert, dann sollten wir einen Experten hier machen und sollten Phoenix einladen. Und dann holen wir Wissenschaftler an den Tisch und stellen ihnen die Fragen nach Erfahrungen aus anderen handelspolitischen Zusammenhängen, zurückgreifend auf schon bekannte Freihandelsabkommen. Ich glaube, das wäre ein Weg, wie wir uns als Bürger wieder emanzipieren könnten und mit Hilfe von öffentlich-rechtlichem Rundfunk und auch den Parteien, die sich da auch äußern sollten, könnte das gelingen. Herzlichen Dank. Wenn Sie sich gut vorne gehen. Ich weiß nicht, ob ich schon alles vergessen habe, was ich sagen wollte. Mein Name ist Sibylla Keitel. Ich bin nur kurz in meiner Person in verschiedenen Organisationen tätig. Also Bauernhöfstadt Agrarfabriken bin ich auch. Ich kämpfe seit 10 Jahren in der BI Contra Industrieschwein, außerdem verseuchte Felder Uckermark und habe dieses Aktionsbündnis Agrarwende mitgegründet. Also erstmal, in diesen 10 Jahren ist mir gründlich das Vertrauen in Regulierungsbehörden wie zum Beispiel Bundesamt für Risikobewertung, Landesumweltamt, EFSA, BVL oder sowas abhanden gekommen. Ich finde, wir haben allen Grund, diesen Behörden zutiefst zu misstrauen. Ich nenne ein Beispiel aus der Praxis. Bei uns in der Uckermark stirbt alles ab. Alle Tiere, also die Kleinen erst angefangen, die Bienen sterben, die Schmetterlinge sterben, die Amphibien sterben, die Vögel sterben. Und es wurde uns immer gesagt, ja, wir müssen aber immer beweisen, wir müssen beweisen, wieso zum Beispiel die tonnenweise Ausbringung von Neonicotinoiden oder Glyphosat toxisch ist. Ich habe gedacht, vielleicht erst bis ich gestorben bin. Es gibt zum Beispiel Paragraph 13 im Pflanzenschutzgesetz, der heißt, alles im Konjunktiv. Also wenn überhaupt nur der Verdacht besteht, dass die Mittel, die man ausbringt, die Pestizide in irgendeiner Weise vielleicht toxisch für den Menschen sind, ist es verboten, sie auszubringen. So, mit dieser Botschaft habe ich mich an das Landesumweltamt gewandt, Frankfurt-Oder oder auch hier in Berlin. Die berufen sich aber wiederum auf das Bundesamt für Risikobewertung oder das BVL. Das BVL beruft sich auf die EFSA. Und die EFSA hat jetzt gerade wieder letzte Woche dieses BVL dazu gebracht, Glyphosat für unbedenklich zu erklären. Indessen ist es aber so, wenn hier tonnenweise Gift auf die Äcker geschüttet wird, ist auch völlig klar, dass alles eingeht. Und das Drama ist dabei, dass wir es zum Beispiel hier in Deutschland oder bei mir in der Uckermark mit einem leider sehr unspektakulären Sterben zu tun haben. Wenn da in Mexiko am Golf irgendwo so eine Ölplattform explodiert, dann liegen die toten Pelikane alle am Strand und da steht dann in Stern und im Spiegel. Aber hier in der Uckermark kann man dieses Sterben eben nicht bebildern und darin liegt eben diese Tragödie. Und dann wende ich mich an diese Präsidenten der Landesumweltämter und sage, sie müssen noch irgendwas tun. Und wissen Sie, was die mir dann sagen? Das sage ich noch ganz kurz. Die sagen, ja, tut uns leid, wir haben zwar 120 mal so viel Terbutylazin in den Tümpeln wie erlaubt, aber jetzt hat das Bundesamt für Risikobewertung oder EFSA einfach die Wasserrahmenrichtlinie außer Kraft gesetzt und hat sogenannte RAK-Werte eingeführt, das heißt regulatorisch akzeptable Konzentrationen. Und ich sage, was soll denn das heißen? Das heißt, dass die Toleranzgrenze um ein Ungeheures gestiegen ist. Und dann sagen mir diese Präsidenten, wissen Sie, Frau Keitel, ich finde ja auch ganz privat, als Privatmenschen haben Sie total recht, aber ich bin leider gebunden, weil ich ein Behördenmensch bin. Und dann habe ich gesagt, dann müssen Sie mal Ihren Privatmenschentum mit Ihrem Behördenauftrag synchronisieren, denn sonst werden Sie ja nichts anderes... Ja,
also zum Beispiel für Herrn Freude oder Herrn Dr. Ildenstein von den Landesumweltämtern. Wenn Sie das nicht synchronisieren. Sie haben so einen tollen Punkt gesetzt. Ich würde kann nicht den Satz zu Ende reden, nur zu Ende reden. Ich wollte sagen, wenn Sie immer nur sagen, das ist leider eine Vorschrift, die ich ausführen muss, obwohl ich davon überzeugt bin, dass es hier alles tötet, dann sage ich, dann sehen Sie nichts anderes als ein billiger Vollstrecker. So. Dankeschön. Letzte Wortmeldung, bevor wir zurück aufs Podium gehen und eine lange, lange Liste abarbeiten. Da kommt noch eine. Dankeschön. Ich traue mich eigentlich gar nicht zu sagen, wer ich bin und was ich in meinem Leben gemacht habe. Weil Sie gehören mir nicht. Mein Name ist Wolfgang, genau. Mein Name ist Wolfgang Hahn. Ich habe 35 Jahre lang Lebensmitteluntersuchungen und Tierseuchenbekämpfung gemacht als Labortierarzt. War 12 Jahre in Hamburg für alle Einfuhren veterinärrechtlich zuständig in der Beobachtung von Senatsseite, war in der Kommission als Bundesratsbeauftragter zur Beobachtung der Kommissionsarbeit.